Cassie. Das ist der Anfang, wirklich? Mega. Nein. Hast du keinen Song vorbereitet? Wir haben einen Song vorbereitet. Ja. Okay. Los. Okay, 3, 2, 1. Wir sind die GNTM Bitches und wir rappen jetzt für euch Snitches. Digga. Direkt Hälfte der Hörerschaft direkt verloren. Direkt weg. Ja. Nein, der ging eigentlich noch viel weiter. Das war richtig mit so langen Versen und Texten und so. Aber es war ein bisschen zu cool jetzt. Ja. Yo, wir sind zurück bei After Unzensiert in unserem neuen Podcast. Julie, sag was. Ich bin schockiert, dass ihr einfach wirklich aussieht wie Geschwister gerade. Ne? Ja, es ist ein bisschen unangenehm. Ja. Ja, die Brille, es war gar nicht, also sie hat die auch, aber ich hatte die, also war jetzt nicht irgendwie, lass sie zusammen. Ich hatte die zuerst. Ja, stimmt sogar. Wir sind hier in den Universal Studios in Berlin. Wir nehmen hier Podcasts auf mit Selma und mit Cassie. Stellt euch gerne vor, meisten kennen euch wahrscheinlich sowieso gar nicht. Okay. ja, also ich bin Selma, freut mich. ja. Perfekt. Ja. Das war alles. Ich bin Selma. Also ja, keine Alter, nicht woher. Ich bin, also ich bin aus der diesjährigen Germany's Next Topmodel Staffel. Ja, ich bin Cassie, ich bin auch bei Germany's Next Topmodel in der Staffel und ich bin heiser, meine Stimme klingt sonst nicht so, wollte ich nur kurz sagen. Und wieso bist du raus? Junge! Boah. Also, ja, wenn wir direkt so einsteigen wollen, ich glaube, ich bin eher so, bin nicht so richtig wandelbar für die Modelwelt. Vielleicht bin ich dann doch eher der geborene Influencer. Wow. Und ich bin immer ein bisschen too much, das war meine Kritik. Aber du bist noch drin. Ja, ich bin noch drin. Gewinnst du das? Mal schauen, ne? Ich hatte mit ihr einmal 10 Minuten geguckt oder so und da war sie am Weinen. Das war beim Umstyling. Also tut mir leid, ne, aber... Musstest du da, die wollen ja mal, dass du deine Haare auf null rasierst, so. Nein, also okay, so schlimm war es jetzt nicht. Okay. Aber ich hatte schon das krasseste Umstyling. Echt? Ja. Ich hatte ja lange braune Haare. Hast du gesehen, wie sie vorher aussah? Ja. Sah schon anders aus. Und dann hatte ich so, habe ich so richtig knallpink bekommen. Oh, was hat da geklingelt? Ich war das nicht, ich vergesse. Vorlesen. Ja, du musst jetzt vorlesen. Lies vor. Die Nachricht. Habt mich in ein Zimmer eingeschlossen. Habe ich ihm geschrieben. Ich habe ausgemacht, sorry. Ja, macht nichts. Erzähl weiter, du hast lange braune Haare. Nee, ich hatte lange braune Haare und dann habe ich knallpink bekommen. Es war dann erstmal natürlich ein riesiger Schock. Cassie stand mir das ganze Umstyling beiseite. Das war so wild. Seitdem sind wir so. Du warst so wirklich eine von oder zwei Personen, die wirklich ein Umstyling bekommen haben. Bei den anderen, ich habe diese Vor- und Nachher gesehen, die sehen für mich komplett gleich aus. Ich wurde eingeladen zum Umstyling, also man hat angekündigt, dass ich eins kriege. Ja. Und dann war ich da und saß da 9 Stunden und es ist nichts passiert, außer dass man meine Haare ein bisschen Glocken und Haarspray reingemacht hat. Ja, aber war trotzdem morgen wieder weg. Aber ich musste trotzdem zu den Vorher-Nachher, also zu diesen Aufnahmen. Ja eben, das sah so komisch aus. Hey, voll schön, jetzt nachher. Nee, aber war gut, dass sie dabei war, weil ich habe gelitten. Aber ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Wo ist jetzt das Pink? Ja, das Pink ist weg, wie man sieht. Das ist so, waren das jetzt? So, meine Haare sind jetzt mittlerweile blond, weil ich färbe die. Ah. Wasche meine Haare einmal und dann, zack, sind die wieder blond. Das hält einfach nicht. Ja, und dann alle immer so, wo sind deine pinken Haare? Und so, ich bin immer so, kann ich halt nichts machen, ne? Willst du mal Haare färben? Ich wollte die mal so grau färben. Dachte, das ist cool. So? Ja, so ein bisschen so. Aber es ist so, ich habe das in Türkei gemacht und das sind da alles, die machen da, wie die Bock haben. Einen Tag später hatte ich so auch übel blonde Haare, so helle. War voll verkackt, dann war ich so ein Opfer, alle haben mich ausgelacht. Finde ich gut. Aber aus, ist das geil, ne? Ja. Stimmt. Jetzt machst du das Stimmt. wieder. Jetzt mache ich es nochmal. Ja, ihr wart wie lange in L.A. für die Staffel? Ich glaube 3-4 Monate. Ja. Wir waren über Weihnachten und Silvester zu Hause wieder in Berlin und dann ging es wieder los. Ja. Ja, könnt ihr das mal, das müsst ihr erst mal erklären, okay. Das habe ich auch mal gefragt. Wie funktioniert das? Weil theoretisch sind die Folgen ja jetzt durch. Mhm. Ihr wart ungefähr also 3 oder Monate da. Aber ihr habt gesagt, ihr dürftet die Villa nicht verlassen. Ja. Es ist halt eine Fernsehshow, ne? Also es geht um unsere Sicherheit und wir müssen natürlich... Aus Versicherungsgründen auch, ne? Wir können nicht einfach jetzt sagen, ich gehe jetzt spazieren, wenn irgendwas passiert. Ja. Und, ne? Die sind ja für uns verantwortlich. Aber ja. 3 Monate kein Freiraum ist auch bitter. Ja, wir hatten, das Ding ist halt, wir hatten ja viele Drehtage, wo wir dann aus der Villa raus sind und halt zum Set gefahren sind. So, ne? Also da ging es schon, aber an den Tagen, wo wir einfach nur in der Villa waren, ey. Ich sag euch ganz ehrlich, aber wir waren auch froh, weil es war so anstrengend, wir waren so unter Adrenalin die ganze Zeit, es waren so anstrengende Drehtage und wenn man dann einfach mal frei hatte, dass man auch einfach sich mal ausruhen kann in der Villa, war glaube ich schon, also wir wären nicht rausgegangen. Die, aber die meiste Zeit so waren wir da einfach nur so, waren so, Alter, was sollen wir mit unserem Leben anfangen? Ja. Wir waren eigentlich so, wir haben nur gegessen, wir sind morgens aufgestanden, haben Donuts gefressen, sind am Mittag Donuts gegessen, haben abends Donuts gegessen, zwischendurch habe ich mal Sommerrollen gemacht, das war schon. Durftet ihr euer Handy dabei haben?
Nein. Die 3 Monate kein Insta oder sowas? Ja. Wow. Das war so geil. Das war so krass. Ja, krass. Ja. Kann ich mir vorstellen. Es war so heftig. Ich war so, oh Gott, soll ich wirklich mitmachen, so, wenn ich mein Handy abgeben muss, aber. Vor allem, man lernt sich auch nochmal ganz anders kennen. So, ich glaube, Freundschaften, so unsere, also ja. wir wissen alles so. Es ist anders, als wenn ich jetzt jemanden so einfach kennenlerne. Ja. Heftig. Wie ist es dann am besten miteinander ausgekommen in der Staffel? Ja, wir sind so eine Gang. Wir hatten so eine Gang. Ich hab sogar Rap-Songs zusammen jetzt, ne? Ja, hatten wir wirklich. Das war krass. Wir saßen dann immer so abends im Zimmer und so unsere Songs geschrieben. Und auch aufgeführt, da waren alle immer echt neidisch, dass wir so talentiert sind. Haben wir uns so ein bisschen verkleidet und dann sind wir immer runtergegangen, haben das zu allen gezeigt, die waren richtig beeindruckt. Kannst du vorstellen. Safe. Aber wir haben auch jetzt noch jeden Tag Kontakt, auch mit den anderen und wir sehen uns öfter, sind alle. Ne, mögt ihr euch aber alle wirklich so richtig, oder? Also nicht alle. Nicht alle. Wenn denn nicht so? Boah, ist schwierig. Du, wir haben schon genug Shitstorm bekommen, wenn man irgendwie mal seine Meinung sagt. Deswegen einmal ins Internet gehen, dann wisst ihr, wen wir nicht mögen. Also, wir sind auch die Mean Girls gewesen anscheinend. Ja. Also, das wurde im Endeffekt echt so dargestellt. So, ihr wart die gemobbt haben mit deiner Bilder. Nein, wir haben nicht gemobbt. Wir haben niemanden gemobbt. Aber allein, dass wir halt so eine enge Gruppe waren, und wir alle selbstbewusst sind, das wirkt direkt auf Leute immer so von wegen, wenn ich immer meine Meinung sage, der mich schlecht behandelt hat, dann hat die Community direkt immer gesagt, Mobberin. Und ich denke mir so, Alter, so. Ja. Ihr habt ja auch keinen Einfluss darauf, was wie reingeschnitten wird, ne? Nee, ist halt nicht. Also alles, was gesagt wird, also wurde auch gesagt, ne? Aber wir wissen halt nicht, was reinkommt, was nicht reinkommt. Mhm. Zeigen natürlich in Streitsituationen nicht immer alles. Ja. So. Ja. Tja, it is what it is. Aber ihr hattet auch ein bisschen Elevator Boys gedreht, ne? Ja, das war Kestis Lieblingsfolge. Wen findest du von denen am attraktivsten? Wen würdest du schlachten? Ich würde alles schlachten. Ich auch. Muss ich das jetzt beantworten? Ich glaube, Jakob. Wenn Jakob das sieht, ne? Ja, wie hatte ich ja gesagt, als ihr da gedreht hattet, ihr musstet ja mit denen tanzen, ne? Oder war das sowas? Ja. Aber ihr musstet cool mit den Tanzen, aber ihr wusstet nicht, dass die Tänzer sind. Ja. Wie war das? Boah, ich war so aufgeregt, ne? Weil es war eh schon so anspruchsvoll und dann wussten wir, dass die Boys da noch reinsteppen. Wir hatten keine Ahnung, was die machen. Das war einfach, wir haben auch seit Monaten keine Männer gesehen und wir waren alle einfach nur, also wirklich, wenn ihr gesehen hättet, wie wir danach drauf waren, alle, also das war... Ihr müsst euch vorstellen, bei dieser Elevator, Cassie wusste dann, was passiert. Ich war die Erste und ich... Das ist gut, mein Moment. Ich war die Erste und ich wusste nicht, was passieren wird und hab's dann halt den anderen gesagt und ich war dann halt so am Tanzen. Auf einmal standen die da so in Anzügen und sind dann so zu mir gekommen. Boah. So schnipsens kamen die so rein so. Und ich stehe da so, war so, Gott, was mache ich jetzt mit denen? Da habe ich einfach nur mich so im Kreis gedreht und so die Arme hoch, war so. Das war so cringe. Und dann haben die mich so auf die Treppe hochgeführt und hat mir Bene so einen Heiratsantrag gemacht. Und dann habe ich ihn abgelehnt. Und dann tat mir das leid. Ja. Lass dich danach nochmal entschuldigt bei ihm. Ja, ich war so, tut mir leid, ey. Aber nee, die waren super sympathisch. Also ich finde, die haben mir also die Aufregung genommen. Voll. Ja. Die waren richtig süß. Das war das Highlight-Shooting, würdest du sagen? Cassie's Highlight. Für mich, ja. Das war so voll mein Highlight, weil da hat Heidi das erste Mal zu mir gesagt, dass ich die Beste war. Und ja, das hat mich mega gepusht. So. Und danach bin ich auch irgendwann schon schnell rausgeflogen. Ja. Ja. Aber ab dann gingen die Quoten auch richtig nach unten, ne? Also, das war richtig krass. Ab der Elevator-Folge, danach. Echt? Mhm. Sind die öffentlich oder was, die Quoten? Ui, durftest du das sagen? Ja, safe. So. Das steht doch im Internet. Also, ja, doch manchmal. Ich dachte nicht, dass das sofort kommt. Aber habt ihr die alten Staffeln auch alle geguckt oder was? Und habt ihr gedacht, oder wie funktioniert das auch überhaupt, der Bewerbungsprozess? Ja, dann werden sich das locker so übel viel, also dass man da überhaupt reinkommt. Also wie kriegt ihr das? Also ich habe nur so Videos gesehen von früher, immer so, wenn Heidi irgendwo in so ein Dorf gefahren ist, irgendwie eine Schule und so ein Mädel aus der Klasse geholt hat, so ey, du bist dabei. Das war noch richtig krass. Wie ist das bei euch gewesen? Dieses Jahr war es nicht so krass. Also, wurde einfach angerufen? Auf ganz nee, wir wurden überrascht. Also ich habe eine Geburtstagsfeier geschmissen an meinem Geburtstag, eine Pink-Party, wir waren alle pink angezogen. Und da haben die dann quasi mich überrascht und mit so einer Karte von Heidi und mit so einem Kuchen, dass ich nach L.A. fliege und das war einfach nur so krass geil. Ich habe mir danach so die Kante gegeben und dann ist mein Hund gestorben und dann war der Tag im Arsch. So. Was ist das denn für eine Kombi von einem Tag? Ja. Es ist ein sehr schöner und ein sehr schlimmer Tag gewesen. Ach, wie war's mit dir? Scheiße. Ja, ich war in Hamburg, meine Freunde haben mich angerufen und meinten, ey, du wurdest angenommen. Ich so, okay. Ja. Wie wissen deine Freunde das? Weil wir mussten so Kontaktpersonen angeben. Also erstmal bei der Bewerbung, es bewerben sich, glaube ich, dieses Jahr haben sich so 8.000 beworben.
Und dann wurden wir halt... Könnte ich da jetzt auch mal machen, nächste Staffel? Nein. Ich glaube, bestimmt, es gibt safe. Ja, die haben doch jetzt gesagt, die wollen alles. Es gibt safe halt eine mit Männern. Ich bin mir so sicher, dass sie das machen. Ich weiß es nicht. Doch. Ich kann es nicht. Und da könntet ihr einfach, ihr würdet perfekt reinpassen. Wir könnten das gewinnen einfach. Ich könnte dich richtig beim Unterwassershooting sehen. Wieder so wie so eine Bahnhof. So. Ich mache alles. Ich will dich beim Campervan-Shooting sehen. Das wird geil. Campervan-Shooting. Da sehe ich ihn. Ja, da sehe ich dich auch. Ich will mir Campervan holen, aber wisst ihr ja schon. Du hast sogar gestern, wir waren gestern noch bei ihm zu Hause. Wo hast du dieses Buch auf einmal? Du hast so ein Handbuch, aber das sind so, ja, das so Bücher, die hast du so auf Toilette bei irgendeinem Restaurant oder bei meiner Mama zu Hause. Mama hat ganz viele InStyle und Homehousing, so wie du schöne Möbel kaufen kannst. Du hast einfach so ein Campervan-Magazin gekauft. Ja, ja, das sind so Leute, die erzählen über ihre Van-Sachen. Aber wenn ich jetzt weiter erzähle, dann verliert Cassie das Interesse an mir, weil die das wahrscheinlich nicht so cool findet. Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir im Camper unterwegs sein würde und sie meinte ja. Safe. Ich weiß nicht, ob sie das nur aus Nettigkeit gesagt hat oder was wirklich machen würde. Ich glaube, die muss in den LA in so Hills, in so irgendeine fetten Villa. Hä, das ist voll romantisch. Muss sie sein und ich weiß nicht, ob sie da sowas mit mir machen würde. Quatsch. Ist das eher was für dich? Doch, ich würde auch mit dem Bobbycar mit dir rumfahren. Ich bin dafür alles offen, aber ich hätte voll Bock auf so einen Roadtrip. Ja, ich ja. auch. Hab ich auch vorgestern erst gesagt, dass ich irgendjemand abhole zu Hause und mache einen Roadtrip. Cap. Ja, nur, ja, genau. Auf einmal will er es auch machen. Nein, wir machen das. Wir machen das in Amerika. Ja, ja. Oder ja. Italien. Naja, auf jeden Fall. So richtig. Selma war richtig die coole, lockere am Anfang. Sie war so, I don't give a fuck, dass ich hier bin. Ganz entspannt. So. Und irgendwie, ich glaube, das Ding ist, am Anfang war sie so, ja, juckt mich eh nicht, bedeutet mir nichts. Aber irgendwann hat sie gemerkt, jetzt will ich das aber richtig. Und das hat sich, irgendwann hat sich so ein Schalter bei ihr gelegt. Ich weiß, es gab einen Moment, da hatte sie so ein Breakdown, weil irgendwie alles zu viel wurde. Vorher war immer so, ja, ich habe mich hier aus Spaß nebenbei beworben. Und ab dem Moment, wo der Schalter gefallen ist, so, ich will das gewinnen. So, ich habe das schon ernst genommen, so, ne? Aber ich habe mir halt hinter der Bewerbung nicht so viel gedacht, weil ich halt so war, okay, wahrscheinlich nehmen die mich so, ne? Also ich dachte mir so, okay, never. Und dann habe ich es immer noch nicht richtig gewusst, weil ich auch echt, man muss, das ist eine Entscheidung, die kann so dein Leben verändern, ne? So, ja, man ist auf einmal in der Öffentlichkeit, alle zerreißen sich das Maul über dich, so. Deswegen habe ich halt so vor lange überlegt und dann war ich halt so, okay, mache ich jetzt einfach mal mit. Und am Anfang war ich dann halt noch so, ja, ich habe es halt nicht realisiert, dass ich da bin. Deswegen habe ich es halt nicht so, ja, noch nicht so ernst genommen, aber dann war ich so, ey, doch, das ist genau mein Traum hier und ich habe Bock darauf und jetzt will ich das Ding auch gewinnen. Was wolltet ihr werden? Also, Eisverkäuferin. Eisverkäuferin? Ja, ich fand das immer mega cool. Wirklich? Hä? Nein, das war ein Spaß. Also als Kind wollte ich Eisverkäuferin werden. Mhm. Dann wollte ich Schauspielerin werden. Auch mit so einem Van dann? Musik ja, safe. Durch die und dann fahre ich dann so und dann mache ich mal so. Verdienen die das Geld, damit das die weiterleben können? Das ist geil, ne? Finde ich auch. Ja, sag mal, was hast du studiert oder so oder irgendwas? Nee, ich habe Abi gemacht und danach bin ich direkt zu GNTM. Crazy. Ja. Vorher war ich noch ein bisschen auf Ibiza. Weil, weißt du, wie alt sie ist? Ja, 19, ne? Ja, ja, das ist krass. Und du? Du hast verarscht, aber du bist 23. 23. Ja. Krass. Und du? Ich bin 22, sie ist älter als ich. Sie ist meine Mami. Oh ja, und du? Ich bin 25. Daddy. Oh. Okay. Okay, was wird das hier? Wie machen wir das? Wo gehen wir danach alle zusammen hin? Wir können einfach durchtauschen. Ja, ui. Wir sind hier richtig nah am KitKat. Ganz schön warm hier drin. Ja, ich schütze ja auch. Oh. Mein Selbstbräuner läuft gerade ein bisschen. Was sollst du werden? Modedesignerin oder Schauspielerin. Geil. Und ihr so? Was wollte ich werden? Ich glaube, damals Pilot, glaube jeder, aber das nur so kurz als Kind. Und dann irgendwann dachte ich halt echt, ich will YouTuber werden, weil ich halt richtig viel YouTube-Videos geguckt habe. Achso, das ist live, aber dann ist es auch irgendwann dann erledigt mit so 16, weil ich dachte, das schaffe ich niemals. Und ich wohne in Zürich, da war das unmöglich, irgendwas da zu erreichen. Dann habe ich Social Media angefangen, ich habe Marketing angefangen beim Studieren. Und dachte ich mir, okay, ich will fürs Open Air Frauenfeld das Marketing machen, habe ich auch immer gesagt in der Folge. Und jetzt darf ich das echt machen. Das ist echt von geil. Von dem her mache ich genau das, was ich wollte. Also liebst du deinen Traum? Ja, Mann. Heftig. Beste Leben, geil. Wirklich. Was geiler Typ, Alter. Und warum hast du dir so eine Augenbraue hier, so einen Schnitt reingemacht? Das hat die Lara vorgeschlagen. Guck mal, weil wir haben jetzt? Dass ich ein Problem mit meinen Augenbrauen habe, haben wir auch schon gehabt. Mhm. Die sind sehr buschig, pflegen, mache ich, aber ich kriege das eh nicht richtig hin, dass es gut aussieht. Dachte ich, wie kann man das fixen? Was, wenn ich die einfach ein bisschen abschneide, dass die anstatt, dass die so ein nerviges Merkmal von mir sind, werden die auf einmal so ein signifikantes, cooles Merkmal. Hat leider Merkmal nicht geklappt, schade. Schade. Nee, ich finde, ich glaube, die Mehrheit sagt gerade, dass es gut ist. Ich finde es auch gut. Ich meinte, es ist jetzt nicht so scheiße. Ja, das ist auch ein scheiß Kompliment. Auch nicht so scheiße. Nein, aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht.
Ich finde Cassis Meinung viel wichtiger. Also von den ja, ich finde das richtig cool. Das gibt dir nochmal so einen Swag von der Seite. Ja, jemand hat gesagt, du bist 25, du darfst es nicht mehr machen. Das, das ist zu alt dafür. Das ist Quatsch. Das ist, Quatsch. Das ist richtig Bullshit. Genau deswegen musst du es machen. Und ich finde, es ist angenehm. Es ist windschnittiger so. Für mich. Im Sommer ist es nicht so heiß. Machen? Nee, ich glaube nicht. Aber ich muss es eben ein bisschen höher machen. Das war, glaube ich, ein bisschen zu weit links. Okay. Aber ich weiß auch nicht, wie man das nachsticht oder wie man das nachschneidet. So, mit so einer Bastelschere. Beim Tätowierer. Und ich glaube, der Drops ist jetzt gelutscht, wenn du es da weggemacht hast. Wieso? Nee, das wächst auch nach. Weißt du, schnell, dass bei mir echt nachwächst? Guck mal, meine Augenbrauen. Augenbrauen wachsen nachher. Ja? Ey, ich ziehe da manchmal Haare raus aus meinen Augenbrauen. Die sind halt echt so lang, ne? Das ist halt das Problem. Wie dein Schwanz. Junge. Habt ihr irgendwelche Beichten, die eure Eltern nicht wissen, was ihr sagen dürft, womit ihr nicht gecancelt werdet? Nein. Irgendwas abgefuckt ist? Ich bin artig, ich hab gar nichts. Ja, das ist so, das ist so Quatsch. Denkst du, alle kranken Sachen, die ich erlebt habe, würde ich jetzt hier erzählen? Nee, aber eins davon. Du hast gestern schon ein paar Sachen gesagt, so. Ja, die sage ich nicht hier. Ja, irgendwas, eine Kleinigkeit. Weiß ich jetzt auch nicht, Alter. Überleg dir, was okay ist, sozusagen. Natürlich, ich muss überlegen. Wir haben alle Sachen, die wir nicht sagen dürfen. Juli, sag du als erstes. Wir können das nicht jede Folge machen, dann haben wir nichts mehr. Wir sind komplett exposed. Wir machen das jede Folge. Ich kann dir von dem Traum gestern erzählen, weil das ist der weirdeste fucking Traum aller Zeiten gewesen. Du musst den Akkus wechseln. Der toppt auch die letzten Mal, als ich da im Mailand im größten Club der Welt war. Ja, okay, mach schnell. Okay, Trigger Warning, das wird richtig eklig und verstörend. Also das ist ein Traum von mir, wird eklig. Ich wollte pinkeln gehen in meinem Traum, hol meinen Jarak raus, auf einmal sehe ich da einen Riss drin. Das ist ja ungewöhnlich. Wo ist das? In meiner Eichel. Oh. Du hast doch eh einen Riss drin. Nee, das ist kein Riss, der da sein sollte. Ach so. Dann guck ich mir so an, so, das ist ja ungewöhnlich. Und dann drehe ich den so ein bisschen, so, oh, auf einmal ist da noch ein Riss. Oh nein. Und ich so, hä? Was soll der Quatsch jetzt? Und dann kennst du das, wenn du so einen Riss hast oder bei einer Kruste, du kratzt sie so ein bisschen auf, dann tippe ich die so dagegen, gegen meine Eichel. Auf einmal fällt die ab. Kennst du das, wenn du so einen Riss hast in deiner Eichel? Ich kenn das ja nicht. Ganz kurz, das ist der Traum, von dem wir uns gestern unbedingt erzählt haben. Ja. Und dann auf einmal bin ich so erschreckend wach geworden in meinem Bett. Ich so, ich dachte, mein Penis ist gerade abgefallen. Und, hast du nachgeguckt? Ja. Ganz kurz, ich hatte so mit Herzrasen aufgewacht, war richtig verstörend. Und dann hast du erst mal richtig einen von der Palme gewählt. Nein, aber ey, Traumdeuter versucht es gar nicht erst. Dieser das war die Traum Story. Quatsch. Ja, das war richtig. Mehr ist passiert. Ich wusste nicht mehr, was davor passiert ist und was danach. Ich muss einfach nur pinkeln gehen, auf einmal ist mein Penis abgefallen. Das ist krass. War sehr weird. Unangenehm. Ja, und da fand ich die Mailand-Story krasser, wo du was? In einem Club warst. Ja. Junge. Da war mich jemand ermordet in der Story, ey. Träumt ihr viel? Ja, immer so Träume. Ich träume gar nichts irgendwie. Alter, ich träume so viel Scheiße nur. Ja. Siehst du? Ich träume nur Scheiße. Kannst du dich an einen davon erinnern? Boah, ich, wenn ich erstmal anfangen würde, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber ich träume einfach, also wirklich die krankesten Sachen, auch sowas wie du. Ja, okay, dann bin ich nicht alleine wenigstens. Ja. Wir können ja mal die Teufelgeschichte erzählen. Oh Gott. Das ist aber einer zu viel. Das ist einer zu viel. Nee, kannst du ja machen. Okay, Kurzfassung, also bei GNTM hat eine Freundin von uns vom Teufel geträumt. Quasi der Teufel war in einer anderen Person, die bei GNTM war. Mit dem Gesicht und dann quasi, hatten alle Angst vor der Person ab dem Moment. Weil so viele abergläubig waren. Und ja, das war und sehr religiös. Krass. Und ja. Dann hat man diese Person fast schon gemieden. Das war einfach nur geil. Ja, und das ist dann rausgeflogen. Ja. Genau in der Woche, das war so krass. Wer war das? Sag nicht, das könnt ihr nicht sagen. Das kann ich nicht sagen, weil es tut mir mega leid. Alter. Das war richtig schlimm, weil die Person halt auch... Oh mein Gott. Ja, ich bin auch der Teufel. Cassie hat dann geträumt, dass ich der Teufel war am nächsten Tag. Echt? Und dann hat sie mir das gesagt und ich meinte so, Alter, willst du mich gerade verarschen? Aber Hauptsache von mir hatte dann niemand Angst. Ich habe es aber auch niemandem gesagt, dass du der Teufel warst. Vorher noch... Besser ist es. Vorher noch, wir kommen alle gut miteinander aus, aber einer sah aus wie der Teufel. Ja, alles klar. Was hast du so geträumt letzte Nacht? Von dir. Aber ich habe hier auf WhatsApp die Leute gefragt, dass sie mal so abgefuckte Sachen erzählen sollen. Mhm. WhatsApp? So Beichen, ne? Habe ich WhatsApp gesagt? Ja, auf Insta? Ja. Ja, ich schreibe mit meinen ganzen Leuten auf WhatsApp. Ja, aber ich kann sagen, mit den ganzen Fans. Hast du so ein extra Handy so für deine Fans? Ja, nee. Ja, da können abgefuckte Sachen diesmal mit dabei sein. Ich meine, die sollen mir lustige Beichten schicken und irgendwas. Willst du? Mhm. Leute aussuchen. Hey, Django! Also ich
bin gerade mit ein paar Freunden im Heidepark, aber hat gerade deine Story gesehen und dachte mir, ja, das machen wir. Also ich war mit ein paar Kumpels trinken, feiern so, wir haben uns getroffen und irgendwann bieten die mir ein Bier an. Ich denke mir, okay, komisch, frage auch erstmal so, das ist warm, hab mich gewundert, warum ist es warm? Oh Gott. Frag die halt auch so, warum ist es warm? Die so, ja, wir haben es im Backofen gestellt. Ich war halt schon angetrunken und dachte mir, okay, weird, aber okay. Trinkt es so, sagst du, hä, schmeckt irgendwie ein bisschen nach Wasser, das ist kein Bier, oder? Ja, dann fangen die halt alle an zu lachen und in dem Moment hat es Klick gemacht und ja, es war halt Pisse. So. Oh mein Gott. Wieso? Was soll man machen? Was sind das für Freunde? Ich würde die so anzeigen, Alter. Wie ehrenlos. Hat die gesagt, das sind ihre Freunde am Anfang oder Randoms? Nein, das waren so Typen, mit denen sie unterwegs aber waren. Aber sie ist jetzt im Heidepark auf Chillo. Lieber fremde Pisse oder von euren Freunden? Das ist die Frage. Deine Pisse. Ich will gar keine Pisse trinken, Alter. Ja, wenn du müsstest. Das ist schon von krank. Von meinen Freunden. Das ist so. Nicht von Fremden. Doch, voll scheiße, Alter. Mach das nicht, Mann. Das ist voll frech. Stell dir vor, du hast dann auch noch so einen Riss in der Eichel, Alter. Ich mach noch einen. Ich lese jetzt natürlich nicht die Namen vor. Gut, dass du auch keinen vorgelesen hast, weil das soll anonym natürlich bleiben. Was ist los? Hey, wir sind hier gerade mitten in der Aufnahme. Kann ich auch einen Red Bull? Du darfst alles, was du willst. Borin ist übrigens wieder da. Nach 20 Folgen ab. Was hast du? Boris ist wieder, ja, stimmt. Der hatte. Nö, ich hab hier mein Wasser. Der hat, Boris hatte Abitur. So, hast du bestanden jetzt? Noch die 5. PK. Die 5. Guck mal, Boris kann nichts erklären. Danke. Darum sitzt er immer hinter der Kamera. Ja. Boris konnte nicht mal sagen, ob er gerade bestanden oder nicht. Er weiß es selber noch nicht genau. Dann sag mal, trink das mal und dann sagst du, Sid, Eli und Niklas, so finde ich euer Getränk. Sid, Eli und Niklas, so finde ich euer Getränk. Bro, ganz kurz, das erinnert mich jetzt an die Pissgeschichte. Fuck, woher wusstest du, dass ich reingepisst habe? Und? Ja, was sollte ich jetzt nochmal sagen? Nein, wusste ich, egal. Sag einfach. Schon ein bisschen besser als dieses Rote von gestern, aber ich finde es jetzt auch nicht so geil. Gute Werbung. Ja. Egal, ich habe noch eine Weite. Spaß, nein, das ist mega krass. Mal ganz ehrlich, Julie, also das mit dem Sprachfehler ist nicht alle Schweizer haben. Das ist natürlich. Die können normal das CH aussprechen. Was? Also wenn ich Hochdeutsch spreche, so redet niemand. Man, Julie, reden. Ich spreche. Sag mal, ist sie dumm? Die sagt doch selber gerade, übersetzt, die hat gesagt, Julie, nicht alle Schweizer haben Sprachfehler. Guck hier, ich zeig's dir. Und redet dann noch viel schlimmer als ich. Kannst du auch so reden wie sie? Ja, klar. Mach mal bitte. Ja, jeder kann Schweizerdeutsch reden, aber es versteht halt niemand. Ich hab's verstanden. Ja, aber es ist halt mühsam. Aber sie sagt gerade so, ich kann das nicht, aber kann selber gar nicht. Oh mein Gott. Also ist ein schlechtes Beispiel gewesen auf jeden Fall. Nein, er hasst das. Achtet mal drauf, er redet alles, jedes CH spricht er mit SCH aus. Ich. Er kann kein CH sagen. Ja. Sag peinlich. 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 Ich kann das nicht. Egal. Geil. Eine noch. Hi Django, zu dem Aufruf in der Story, dass wir die Beichten schicken sollen. Also das ist keine Beichte, aber du hast auf jeden Fall irgendeinen Follower bei dir. Der kommt aus Berlin oder so und der schickt über Snapchat auf jeden Fall krasse Dickpics. Aber er fragt wenigstens vorher. Und du musst dir vorstellen, wie viele Mädels standen dann dauerhaft um mein Handy rum und haben gewartet, bis er Snapchat schickt. War auf jeden Fall sehr lustig. Und Grüße gehen raus. So lustig. So lustig fand ich das jetzt gar nicht. Also woher ich das weiß, dass er Follower von dir ist. Ich habe ihn gefragt, woher er überhaupt kommt. Er kommt aus Berlin. Und dann meinte ich so, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Und er war so, ja, du folgst Django. Das ist so richtig behindert. Aber okay, so Leute muss auch geben, ne? Er fragt vorher und dann sagst du, ja, schick oder wie? Und dann schickt er dir ein Schwanzbild. Nee, schick keine Schwanzbilder. Wer hat das gesagt? Anna? Ich hab Cherry? Das nicht gecheckt. Schick keine. Nicht gefragt und auch nicht unauf. Nicht gefragt. Aber das hat sie doch gerade gesagt. Ja, er hat einfach random geschickt, ne? Oder haben die gefragt? Du schickst Schwanzbilder. Nee, auf keinen Fall, noch nie. Baller, nein. Hast du Cassie schon mal eins? Das geht dich gar nichts an. Was wir machen, ist was alles. Macht ihr so? Was wäre so euer Traumdate? Wie stellst du dir das ungefähr vor? Mit einem Camper oder einfach so hier irgendwo? Deine Fantasie. Geld spielt keine Grenzen bei dir, ne? Nein, es geht da, glaube ich, nicht um Geld. Ich glaube, das muss gar nicht so spektakulär sein.
Ich glaube, es ist einfach cool, wenn man irgendwie so zusammen einfach, ich glaube, ohne Plan sagt, ey, lass treffen und dann machen wir irgendwas und dann geht man irgendwie cool was essen und geht dann noch irgendwo spazieren, holt sich vielleicht irgendwo so eine Weinflasche, die man sich zusammen teilt und dann guckt man und wenn man so noch cool drauf ist, geht man vielleicht noch zusammen irgendwo feiern oder auch nicht, wie man Bock hat. Einfach so ein richtig lustiger Tag, wo man so richtig lustige Sachen gemacht hat. So, aber ich glaube, man sollte das nicht so planen. Wir gehen jetzt essen und dann gehen wir wieder hier hin, sondern einfach, ich glaube, besonders hier in Berlin kann man ganz viel machen. Mhm. Einfach so spontan sein, glaube ich, irgendwo hinfahren, sagen, ey, hast du Lust, morgen einfach in die Stadt zu fahren oder irgendwie sowas. Ich glaube, sowas ist lustig. Oder einfach nach Malle fliegen auf lustig. War ich noch nie, aber. Bierkönig. Auf Lok. Ja, einfach auf Lok. So, ich glaube. Erstes Date im Bierkönig. Spontan sein. Das wäre ganz geil. Seid ihr spontan? Ja. Wollt ihr dann heute Abend mitkommen? Weil ich fliege dann nach Malle heute Abend. Ich auch überlegt. Ich fliege morgen nach Madrid. Mhm. Machst du da? Bin da auf dem. Nee, mit der Person, die da hinsetzt. So. Ich bin da auf dem Event eingeladen und danach gehen wir noch ordentlich auf die Kacke hauen. Aber wie fändest du das Date so, was er da gerade beschrieben hat? Finde ich cool. Also ich finde Dates sehr unnötig und unangenehm eigentlich. Deswegen, wenn ich mich mit jemandem treffe, ist auch immer so, lass mal eine Dose holen bei der Tankstelle und irgendwie auf die Bank setzen. Das ist so mein Date. Wenn man sich gut versteht, dann ist es das geilste Date der Welt. Mhm. Und wenn man sich halt nicht versteht, dann tschüss. Ich finde auch mit der richtigen Person ist es total egal, was man macht. Halt echt. So. Ja. Also mein absolutes Horror-Date ist, wenn jemand mich zum Essen einladen will und dann geht man am besten noch in so ein Restaurant und Ich hatte mal so ein richtig krasses, das ist so, manche Leute würden das vielleicht so als Traumdate beschreiben. Das war richtig krass. So, ich bin so, der Typ hat mich abgeholt in so einem Cabrio und hat mit so einer Lederjacke und so einer Sonnenbrille hat er so an seinem Auto gelehnt und hatte erstmal so die Sonnenbrille abgesetzt und dann hat er mich so zur Tür gebracht so, und hat dann so dann nicht aufgemacht. Dann sind wir so zu diesem Café am Neuen See gefahren da. Dann haben wir da so ein Ruderboot ausgeliehen. Dann hat er mich so gerudert über den See. Und, der hat dich gerudert? Ist das ein Synonym für was? Nein. Richtig, also, Ruder auch nicht Ruder. Auf einem Ruderboot. Okay. So. Und dann waren wir da noch so Flammkuchen essen und dann hat er mich wieder nach Hause gefahren mit seinem Cabrio und das war wirklich ein krasses Date, aber der echt? Typ, also es hat einfach nicht gewiped. So war ein krasses Date, aber es... Da kann man auch nichts machen. Kann dann, man ne? nichts machen und danach habe ich mich nicht mehr mit ihm getroffen. Flammkuchen hat geschmeckt. Der Typ hat richtig viel James Bond geguckt davor. Ja, total wirklich, als ich dich... Hattest du ein Kleid an? Ja. Wirklich? Ja. Wild. Ja, das hat wirklich gepasst, aber trotzdem. Boah. Der Vibe hat nicht gepasst. Wie ist dein Type? Ich habe keinen Type. Das ist wirklich krass. So, viele würden sagen, ja, braune Haare, blonde Haare oder so. Bei mir ist es so. Braune Haare, rote Haare. Was wollt ihr von mir? Gruftis. Nein. Es ist wirklich, ich habe wirklich keinen Type. Ich finde, es muss irgendwie so das Gesamtpaket irgendwie stimmen, wenn man so dieses gewisse Etwas mitbringt, dann hat man mein Herz. Du? Wie kann eine Couch so laut sein? Ja, wo ich auch gerade. Verdammt, Scheiße. Kann ich kurz einmal Bein wechseln, weil es geht hier alles ein bisschen. Also, mein Type ist so... Jetzt ganz aufmerksam zuhören, denke ich. Also so richtig abgefuckt. Wie soll ich es beschreiben? Also am besten so das Gegenteil von allem, was ich vorher hatte. Meine Ex-Freunde waren so Hemd, arbeiten gehen, Spießerleben. Und ich will jemanden, der am besten voll tätowiert ist, Eyeliner trägt, Nagellack trägt, sich die Haare färbt, bis in Berlin crazy genau Eyes hat. Ja, also, aber im Endeffekt, ich habe keinen Type. So, wenn ich jemanden sehe, den finde ich gut, dann finde ich den gut so. Aber wenn ich jetzt nach jemandem suchen würde, dann wäre das so genau das Gegenteil von dem, was ich immer hatte. Mhm. Also Julie meinte zu mir, er steht auf Latinas. Ja. Aber auch tätowiert er. Aber ich zeige mal, also muss auch richtig viele Tattoos bei dir, ne? Ja, also muss nicht natürlich, aber es ist, findest du geil, ist ne? cool, ne? Ja. 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 Und was für Tattoos? So kleine, süße oder so bam? Ich spiele eigentlich keine Rolle. Kennt ihr Theo? Ja. Also Theo hat ganz viele kleine, das einzelne, finde ich cool, irgendwie ja. nice. Ja. Aber auch so ein paar große über den ganzen Rücken, finde ich auch cool. Ist wirklich egal. Nina. Wo sind deine Tattoos? Hab keins. Ich finde die bei anderen cool, aber nicht bei mir selber. Hm. Probiert, aber so ja. ungefähr. Und du? Mein Type, ja mal so gesagt, ist so, ist auch schwierig, weil ich habe auch mal gedacht, so ein Type, aber irgendwann, dann siehst du mal irgendwelche, denkst du so, oh, eigentlich nicht mein Type, aber irgendwie auch interessant. Ja, aber eigentlich war es immer so braun, dunkle Haare, grüne Augen und so. Hab's sehr minimiert, weil grüne Augen gibt's ja ganz wenige, sehr wenig. Und dann auch noch braune Haare und dann
Deswegen, aber es ist, da kommen dann so welche Menschen und dann denkst du dir so, oh, auch crazy. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, Quatsch zu sagen, ich habe einen Type, ich will nur welche, die so aussehen. Aber wenn jetzt gerade alle noch einen Type gesagt habt, wir haben ja eine ziemlich große Hörerschaft, da ist ja der ein oder andere, der gerade diesem Type entspricht. Wie genau, sagt ihr, slidet man am besten in die DMs? Boah, schwierig. Schreibt ihr Typen so zurück? Nein. Nee. Wer war das eigentlich? Dann, wie ihr uns kennengelernt hatten. Ja, Cassie ist bei mir reingeslidet. Ich bin bei ihm reingeslidet. Das war so geil. Und einfach morgen gefragt, ey, ich bin von GNTM, hast du Bock Podcast aufgelegt? Hä, wie bist du darauf gekommen? Erst meinte sie, sie hat Interesse an mir und dann... heavy. Nein, Spaß. Ja, nee. Ich weiß noch, dass wir mal darüber geredet haben, dass wir euch cool finden irgendwann so. Und dann, weiß ich nicht, du bist mir einfach irgendwie auf der For You-Page vorgeschlagen worden oder auf Instagram oder so und dachte mir einfach so, Digga, folgen und schreiben, YOLO, Alter. Das war so geil. Und Cassie danach, sie schickt mir so eine Sprachnachricht. Ja, ich hab den jetzt einfach mal geschrieben. Ich war so, wie, was, wo? Und sie so, ja, ich hab ihn einfach mal gefragt. Ich so, okay, zieh durch, Digga. Aber das ist voll geil. So, ich finde, warum müssen immer Jungs so jemanden anschreiben? So? Warum kann man nicht selbst sagen, ey? Ja, ich war mir zu Beginn nicht sicher, weil uns schreiben, also mich auch, wir schreiben so voll oft irgendwelche an. Da sind auch manchmal welche dabei, wo ich mir nur so denke, ja, muss jetzt nicht. Ne, ist klar, so, ne, könnt ihr euch ja vorstellen. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher, so, ne. Ich dachte mir so, GNTM Girls, weiß ich nicht, weil ich bin da auch nicht so, dass ich das alles so voll intensiv geguckt habe, aber ich dachte mir, können wir mal schauen. Dann habe ich dich so die nächsten paar Tage erstmal abgecheckt und dachte mir so, ja, die ist wohl ein bisschen crazy. Aber könnte schon witzig sein. Ja, und dann haben wir uns ja schon auf irgendwo, ich glaube, da TikTok-Event ja, das erste Mal. For You Fest. Stimmt. Ja, da, wo Cassie so Krümel in ihren Zähnen hatte. Und oh mein Gott, das war ja auf Toilette. Der ist echt gut. Wir hatten uns zuerst getroffen auf Toilette. Wir wollten uns die ganze Zeit irgendwie, wir wussten, ihr seid da. Und dann haben wir euch auch ab und zu mal gesucht und so, aber nicht gefunden. Auf einmal gehen wir pissen, dann steht ihr da so. Wir haben kurz Hallo gesagt und dann sage ich direkt so, keine Ahnung, dritter, vierter Satz. Ja, übrigens, du hast einen richtig fetten Salat zwischen den Zähnen. Das war dieser oder, Burger. Das war so ein Brownies. Das waren so Brownies, ne? Nein, das war ein Burger, der war schwarz eingefärbt. Wieso macht man sowas auf einem scheiß TikTok-Event? Ja. Aha, und dann hat sie wirklich nicht nur einfach auf einem Zahn, aber halt überall, unten, oben, zwischen den Zähnen, überall. Und dann standen wir am Spiegel, ich schicke Tobi dann das Video, kann auch einblenden dann, wie wir da stehen und wir versuchen so, wir haben wirklich 15 bis 20 Minuten da gestanden und versucht, das alles rauszukriegen. Das war echt witzig. Aber es hat nicht geklappt. Wirklich das. Dann noch beim Rechten ist noch, bei Zahn 14 ist noch einer drin. Also geht nicht raus. Nee, warte, Zahn 12. Kannst du nicht weiterleben. Aber so hat das angefangen, auf Toilette. Ja, und dann? Ja. Hey, aber ey, mal ganz kurz, habt ihr keine einzige GNTM-Folge geguckt? Nö. Du ich auch wirklich nicht? Nur ich gucke leider kein Fernsehen und so Serien gucke ich nicht. Ich habe wirklich nur mit Selma vielleicht wirklich maximal 30 Minuten geguckt. Und das echt? War ihm schon zu viel. Ja. Was, wann habt ihr das gemacht? Letzte Woche? Nachmittags? Keine Ahnung, was ist die Uhrzeit oder? Ja, ich meine, dann warst du im Wochentag. Ihr habt zusammen geguckt. Wie war das Wetter? Ui, jetzt Sonne. Kommt ja hier was raus. Ihr geht hier die ganze Zeit auf uns. Lass doch mal bei euch anfangen. Ne? Was ist denn da war los? War das Wetter gut, oder? Selma und Julie, so. Ihr habt euch getroffen? Nee, wir haben das getrennt geguckt und dabei telefoniert. Nee, ja. Wow. Bei wem habt ihr das geguckt? Bei Julie? Ja. War gut? Ja, es war halt... Er fand das nicht so geil, ich fand das halt irgendwie lange, ne? 2 Stunden. Ja, wir haben 10 Minuten geguckt davon. Er war so, was teilt ihr da alle rum, Alter? Mir war nicht bewusst, dass das 2 Stunden dauert. Ich dachte, das ist wieder so 1 Stunde und 90 Minuten. Eigentlich hat er mehr Zeit damit verbracht, so vorzuspulen und zurückzuspulen, anstatt dass wir überhaupt irgendwas geguckt haben. Und dann haben wir meinen, Weil super. Mich hat das so verletzt, dass die Tradition weg war. Dieses, ich habe kein Bild für dich und so. Wo ist das hin? Das hat dich verletzt? Ja, ist noch drin? Das ist noch drin. Hey, ich habe doch extra gefragt, wo ist das? Ist doch immer, oder nicht? Ja, oder die... Ach, scheiße. Hab ich verpasst. Krass, und was läuft jetzt so zwischen euch? Nix, wäre ja so. Ja, wenn ihr euch jetzt schon vorher so getroffen habt und hier und da und so und du schon zu ihm gehst, das ist ja schon ordentlich, ne? Hä? Triffst du dich nicht, triffst du dich nicht manchmal mit anderen Girls? Nee, ich wollte nur so fragen. Das ist ja schön, dass wir es geklärt haben. Ja. Ja. Und wenn ihr so bei einer Reality-TV-Show mitmachen würdet, bei welcher würdet ihr mitmachen? Wenn es eine geben würde oder wenn ihr so müsstet? Also kennst du bei Forsthaus Rampensau, da würde ich dich sehen. Kennst du so ein Trash-Format, wo man so... Wie heißt das? Wo man einfach saufen kann und so und ficken. Nee, so komische Aufgaben mit Tieren und so in so Bauernkostümen und so. Wie heißt das? Da würdest du mich sehen. Ja, das wäre witzig. Wie heißt das? Rammensau? Ja, irgendwie sowas. Hm. Und dich würde ich bei... Bauer sucht Frau, Julie. Bei Are You The One the Halt's sehen. Maul. Was? Doch. Wieso das denn? Ja, du irgendwie so vom Vibe. Nee, sag mal, wo würdet ihr mitmachen?
Ja, wenn nicht mehr läuft, gehe ich ins Dschungelcamp, habe ich schon gesagt. Boah, das ganz, so witzig. Auf ganz lustig. Ich würde da richtig witzige Sachen machen. Geil. Aber generell so Formate, wo man so einfach so, ja, wo man nicht so viele Vorgaben hat, wo man so ein bisschen abgefuckt sein kann, weil ich glaube, die vielen, ihr müsst auch aufpassen, dass ihr sagt, so, ne? Ja. Also so besonders. Ja, safe. Ist ja klar, sagt einmal, was war, also alles wird ja benutzt. Ja. Und in so einem Format, wo man dann auch ein bisschen so die Kontrolle hat, wo man dann nochmal so drüber gucken kann, so, ne, sagen kann, ey, die Stelle ist ein bisschen schwierig. So wäre cool, aber weil, wenn man dann auch ein bisschen in solchen Serien ein bisschen drunk ist oder so, dann sagt man ja auch immer Sachen, die man vielleicht gar nicht so meint. Ja. Und dann kannst du ganz schnell gecancelt werden. Gut, dass wir keinen Alkohol hatten. Ja, das stimmt. Ich fand einfach geiler, solange es keine Dating-Show ist. Also wenn es keine Dating-Show ist, finde ich schon angenehmer. Du wurdest auch angefragt für was? Ja. Darfst du was sagen? Ein paar, ja klar, aber also RTL hat schon ein paar Mal angefragt für mehrere, also so I Do One und dieses Take mach Me mal, Out und voll so. Witzig. Nee, ich finde das. Take Me Out? Krass. Ist es dieses, wo kommt man so. Kommt der da rein mit so einer Schweizer so 90 Frauen oder 80, und, 50 und dann muss man die so wegpassen. Ja, genau. Das ist so geil. Alter. Ja, das finde ich mega lustig. Ich fühle es irgendwie nicht. Ich würde in meiner Show mitmachen, wenn es keine Dating-Show ist. Es gibt so andere, wo man vielleicht mal, wo ich es considern würde. Aber ich will keine Dating-Show. Ich will sowas wie so Dschungelcamp, weil es eine Challenge ist. Ich will, wieso wie, es gibt doch so Ninja Warrior oder so, finde ich ja auch das geil. Da sehe ich dich. So, das finde ich halt fett. Du machst doch eh so ja, genau. Sportvideos. Das mag ich halt auch ja, echt. Ich habe mal für Ninja Warrior eine Anfrage bekommen. Und bist du gegangen? Digga, ich kann nicht mal. Das ich, nein. Du kannst aber auch heftig reinscheißen. Es gibt so einen Typ, der ging dahin, ist beim ersten Hindernis, hat er sich das Bein gebrochen. Das ist auch scheiße. Digga. Geil. Das ist richtig mies. Aber da, wo würdest du hingehen am ersten? Bachelorette. Als die Einzige oder als eine von vielen? Als die Einzige. Sehe ich so aus, als würde ich eine von vielen sein? Niemals. Da würde ich GNTM, ich meine, warst du auch eine von vielen so, oder nicht? Ach, das ist was anderes, wenn es dann um Männer geht, das ist der Spaß vorbei. Aber ich habe mal eine Frage bezüglich dieser Influencer-Events. Ne? Ihr seid da ja auch schon länger als wir sind ja gerade erst im Game. Mhm. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass auf vielen Events so, ich dachte so, die Leute sind eigentlich alle voll lustig, voll cool. Man kennt die von TikTok, das sind voll die coolen Leute. Und dann trifft man die und man denkt sich so, erstens, also entweder keiner sagt Hallo, sich gegenseitig, alle chillen nur am Handy und es ist einfach brutal lame. Oder habe ich auf den falschen Events wir gechillt? Wir haben safe erst so zwei nice Events so gehabt und der Rest war so wack. Ja, das ist nicht so, leider. Also man denkt das immer so. Also es gibt viele, die echt cool sind. So. Wir haben auch echt richtig viele coole kennengelernt, die wir immer wieder sehen, wo ich auch immer wieder witzig so. Ne? Wir haben da auch echt, glaube ich, lustige Session gemacht. So. Ja, dafür, dass wir uns das erste Mal gesehen haben, war das ein lustiger Abend, finde ich. Aber es sind halt viele, die da wirklich hinkommen und wollen da so richtig so mit nur den krassesten connecten und sind so voll, wo du dir denkst, hä, auf Social Media bist du ganz anders. Oder kommen, ich ganz oft auch, kommen welche und wollen einfach nur kurz einen TikTok mit dir drehen. Ey, wir drehen das TikTok, du musst nur das sagen kurz. Mhm. Und dann bin ich schon wieder weg. So denke ich mir so, ja, Digga, sag doch mal kurz Hallo erstmal. Gibt's leider oft. Deswegen, soll auch immer wieder so sein, das müsst ihr wissen. Ja, krass. Weil die müssen sich halt, ich denke, die müssen sich alle verstellen im Internet, um ihre Rolle zu klarzukommen. Auch dieses überhyped, einfach viele sind einfach viel überhyped. Dieses, also nicht, dass die Leute überhyped sind, aber dieses, die stellen alles, die verlieren ihre Stofftier zu Hause im Zimmer und tun so, als hätten die gerade Autounfall gehabt. Ja. So, die übertreiben so hart, dass die auf diesen Events dann nicht auf ihre Rolle klarkommen. Also so stelle ich mir das halt vor. Wir können halt einfach da sein, genau wie wir sind. Ja. Lebt ihr jetzt von Model-Dasein? Also. Oder, also das ist ja so das Ziel auch. Ihr habt da, glaube ich, auch alles richtig gemacht, wo ich so, ne, wo das angefangen ist und so, wie du postest, du hast ja wirklich jeden Tag auf Insta 2-3 Sachen gefühlt gepostet. Ja, mache ich auch. Aber absolut richtig, also das ist alles so. Mein Management sagt auch jeden Tag mindestens einen Post. Mega smart. Funktioniert ja auch richtig gut und ist auch alles richtig gemacht. Aber ist es jetzt so, also so, lebt ihr davon? Also ich muss sagen, dass ich zu GNTM gegangen bin, war für mich finanziell die beste Entscheidung meines Lebens. Also davor war ich broke und jetzt kann ich davon leben. Also es ist schon sehr geil, würde ich mich jetzt nicht beschweren. Aber ich habe auch, also es kommt halt drauf an, durch GNTM, wir kriegen ja kein Geld dafür, dass wir mitmachen. Wir kriegen nur Geld dafür, wenn wir dann einen Job abräumen. Und, und die sind halt gut bezahlt so. Und danach sagen die halt so, ja, ihr kriegt eure Reichweite. Und dieses Jahr ist aber so, dass kaum jemand eine Reichweite hat. So Cassie ist noch richtig gut mit dabei so. Und ja, dadurch. Das Ding ist, Selma hat drei Jobs bekommen, also Queen of Jobs, sie hat komplett ausgesorgt. Ich habe jetzt halt keinen Job bekommen. Das heißt, ich habe während GNTM gar nichts verdient.
Aber ich wusste halt, dass ich vielleicht mit Social Media dann irgendwie vielleicht Erfolg haben kann. Und es hat auch gezogen. Also ja. Ich habe ja eine richtig gute Reichweite so für die Verhältnisse dieses Jahr aufgebaut. Ja. Und ich kann auf jeden Fall jetzt auch davon leben. Aber es war echt hart am Anfang, weil ich dachte mir so, Alter, wann kommen endlich irgendwelche Sachen rein? So, ich reiß mir den Arsch auf und nichts passiert. Weil so, ich meine, 80.000 Follower sind jetzt auch nicht in der Welt jetzt mega viel oder so. Aber irgendwie, also jetzt langsam kommt Gott sei Dank so viel, dass ich leben kann davon. Ja, wir hatten schon viele Mental Breakdowns miterlebt, so, wo wir halt so waren, Alter, okay, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt halt irgendwas aus dieser Plattform, die uns gegeben worden ist, machen. Und wir versuchen jetzt so durchzuziehen, aber man muss halt aufpassen, in welche Richtung, also auf welche Schiene man gehen möchte. Zum Beispiel, ich will ja noch weiterhin modeln und will mein Geld verdienen mit Modeln. Und viele Kunden haben mich jetzt aber zum Beispiel auch schon abgeschrieben, weil viele mich dann zu trashig sehen, dass ich halt bei GNTM war oder so, wisst ihr? Ah. Also es ist halt extrem schwierig, da so ein gutes Gleichgewicht zu finden. Und mir ist halt mega wichtig, dass ich halt so dieses Gleichgewicht zwischen so ein bisschen die Social Media und halt Modeln finde, damit man mich noch ernst nehmen kann. Safe. Und das ist extrem schwierig und ich war echt schon echt durch, deswegen. Ja. Du könntest das gewinnen, ne? Du bist noch drin? Ich bin noch drin, ja. Wann sind die Live-Shows? Am 15. Juni ist das Finale. Sie gewinnen, machen wir den Podcast nochmal, wir vier. Können wir gerne machen. Ja. Voll bitter, wenn es nicht schafft. Wenn ich nicht gewinne, dann ja. Nee, sehr mal, leider. Lustiger Deal, dachte ich. Ja, es ist, ich, mal schauen. Nee, wir können es gerne einfach nochmal danach machen. Wäre schon crazy, weil das ist echt krass. Ja, das wäre krass. Von 8.000, die sich beworben haben. Das wäre so krass. Das wäre heftig, aber schauen wir mal. Ich finde auch Jobs, die sie bekommen hat. Weißt du, welche Jobs sie bekommen hatte? Ich habe Pigel Klomburg gesehen. Ja, und diese noch? Augenpads, die ich immer benutze. Ja, ich wollte euch welche mitbringen. Es tut mir so leid. Ich habe so eine fette Box zu Hause. Du hast bestimmt ein fettes Paket bekommen, ne? Und Kaffeelatte. Und Emmy Kaffeelatte aus der Schweiz. Das sind schon die drei. Waren das die drei geilsten Brands, die man hätte holen können? Oder waren noch andere coole? Es waren noch andere coole. Also Intimissimi war auch geil. Intimissimi war auch geil. Wem war das nochmal? So eine Unterwäschemarke. Ja, so. Also ich dachte, das gehört irgendjemandem wieder. Irgendjemand. Nee, aber das ist diese Kampagne mit Heidi und Leni. Kennst du die? Ah, das darum, die so von vielen so kritisiert wird. Ja. Was ich überhaupt nicht verstehe, by the way. Wird das kritisiert? Ja, so, ich habe so gehört, die Kritik, dass die Leute sagen, so Puffmutter und so, warum sie ihr mit ihrem Kind da so in Unterwäsche so sexy posten. Ich denke mir so, also ich verstehe überhaupt gar nicht, wovon die Leute reden. Ich verstehe halt den Teil nicht, wo. Kennt ihr, wie Leute sagen, dass Unterwäsche eigentlich dasselbe ist wie Bikinis? Theoretisch ja. Wieso ist es dann auf einmal ein Problem, wenn sie im Freibad zu zweit chillen, aber nicht so. Auf einem Bild? Ich sehe das Problem. Außerdem sind sie ja beides Models. Ja, wo ist der Unterschied? Warum können sie nicht einfach vor der Kamera zusammen modeln für eine Unterwäschekampagne? Ich check das Problem nicht. Wie findet ihr Leni? Süß. Hot. Richtige Maus. Ich verfolge die leider gar nicht, aber also auf jeden Fall sehe ich die auf den Plakaten. Ja. Also, kann man machen. Kann ah, ihr habt Freund, oder? Ja. Sieht man überall. Ja, die hat einen Freund. Ja, aber wir haben die ich habe die einmal kurz am Set rumlaufen sehen, aber sonst haben wir gar nicht Kontakt irgendwie zu ihr gehabt oder so. Was sind dann die Pläne nach GNTM jetzt, wenn das vorbei ist? Song aufnehmen. Camper-Ventur? Ja, Camper-Ventur auf jeden Fall, auf Nummer 1. Nein, aber wir haben, also erstmal machen wir jetzt ein paar Festivals mit diesen Sommer. Ne? Welche? Oh, nee, stimmt, also welche? Erstmal Splash. Ja, Sippi. Jawohl. Yes. Nein, dann wollten wir, klären wir gerade noch Frauenfeld. Jawohl. Und dann ist Fashion Week in Berlin, da müssen wir auf jeden Fall hier sein. Und dann Urlaub. Und dann machen wir Urlaub. Mädels Urlaub in Griechenland. Das wird geil. Und dann, also ich versuche halt international, also mich in Agenturen zu bewerben und dann halt weiter zu modeln und dann auf jeden Fall damit rumreisen und mal schauen, was kommt. Wir sind im Sommer echt auf vielen Festivals, ne? Mittlerweile schon. Hast du mal alles durchgerechnet? Wir? Ja. Ja, das wird so hart. Weißt du ungefähr die Reihenfolge? Also es kommt so ungefähr, also Frauenfeld ist einer der ersten, glaube ich. Ich glaube Splash ist vor Frauenfeld. Ja, genau, Splash, ja. Frauenfeld, Deichbrand, Electric Love, Rookerville. Alter. Nee, also wir sind teilweise privat auch, also teilweise so Splash machen im Frauenfeld sind wir so, aber auch dann fliegen wir zum Beispiel vom Frauenfeld nach zwei Tagen am Samstag nach Salzburg, nach Österreich, um da Podcast aufzunehmen und ich glaube vor dem Frauenfeld irgendwie bin ich selber noch auf dem Festival, was ich spiele. Es wird schon hart, aber ey. Ihr zieht durch. Nach der Tour Rockstars. Seid ihr noch gewappnet für alles, Alter. Ja, Montag ist die Tour vorbeigegangen. Wir haben es heute Mittwoch. Seit zwei Tagen ist die Tour vorbei. Ist ein bisschen emotional, oder? Ist schon crazy. Ja. Du warst ja dabei. Cassie hat es leider nicht geschafft. Sie hat einen Tag später dann nach Berlin geschossen. Also, es war egal. Ja, es war schon krass. Wir haben dann Nico Santos gehabt. Wir hatten Kaja Candela live. War crazy. Also, das weißt du gar nicht. Du warst gar nicht dabei. Aber wo du aufgetreten hast, war ich bei Nico hinten kurz, weil ich halt diesen das gefilmt hat, wie er auf die Bühne rennt. Genau. Digga, der hatte so Freude daran, der steht da hinten, der hat ja schon tausende Shows gespielt, er steht da so,
das ist so cool, das ist so krass, wie die abgehen. Also ich bin, er sagt wirklich, ich bin nervös gerade, ich kann das nicht. Echt? Und geht, ja, es war so cool. Der spielt vor 3, 4, 5.000 Leuten. Der hat das so gefreut, als er auf die Bühne stand. Ihn hat so gebockt. Auch danach kam er noch bei den letzten 3 Songs noch auf die Bühne. Ja. Digga, dieser Mann ist so fucking cool. Das ist so süß. Dass er das macht, also der hat das nicht nötig, auf gar keinen Fall. Aber es ist so geil, dass er das gemacht hat. Ich habe den draufgerufen, der kam mit Sex ohne Grund, der singt ja von Sex ohne Grund. Diese Hook, dieses Ich bin nicht dein Erstes, echt? Mal was soll. Ich wusste das auch nicht, aber man singt ja das durch. So ja, das steht nicht dabei, weil er das früher nicht wollte, weil er ja nur Englisch, also so auf Englisch Lieder machte, deswegen wollten die das früher nicht. Die Leute sind so abgegangen. Hast du seinen Mic-Flip gesehen? Ja, der kommt da, und flippt er seinen Mic, Junge. Wenn du das fallen lässt, bist du gefickt. Dann musst du auch erstmal Eier haben, das zu machen. Crazy, ja, Nico, krasser Typ. Krasser Typ, das war Finale. Ja, jetzt Freitag Oberhausen. Wer ist dabei von euch? Nächste Show. Ja, let's go. Dabei? In Madrid. Ja, ja, stimmt. Was war aber dein Highlight der Tour? Mein Highlight der Tour. Also ich glaube schon, Finale war schon crazy. Aber ich muss immer noch sagen, dass Köln, haben wir in dieser Live-Music-Hall gespielt. Und das war wirklich, das waren 1600 Leute, sold out. Und das war halt wirklich so eine Bühne, die so 3 Meter, 4 Meter hoch ist, so eine richtige Bühne. Und da war halt da dann auf Tour Tilo. Und das war so irgendwie an dem Tag, wo ich dachte, das ist alles, die sind heute alle wegen mir hier. Das war so ein bisschen crazy, das war wie halt, als wenn ich ein Konzert geben würde. Und da hatten wir auch Chivo als Live, also Special Guest. Das war wirklich krass. So alle, die da waren, das ist so meine Tour ist. Deswegen das und Gopark, da waren 2400 Leute. Irgendwie krasse Zahlen, so das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber dass die alle so kommen und abgehen. So, die Bühne ist im Gopark ja kaputt gegangen vorne. Alter. Krank. Ja, da waren Stahlwellenbrecher und die sind einfach gekippt. Ja, und davor war Luciano da und das ist nicht passiert. Und Bochum war krass, ne? Bochum war auch. Wir haben eine Show gehabt, da können wir uns jetzt mal zu äußern. Ne? Mhm. Jetzt äußern wir uns mal. Wir hatten eine Show, also auf den Shows passiert es natürlich leider, dass, also sagen mal Leute, passt auf, wir machen ja auch Moshpits, wir rasten aus, es ist warm, viele Leute, keine Ahnung, manche gehen erst einmal feiern, die wissen dann nicht, wie es ist, die sitzen da dann, also die stehen da 3, 4, 5 Stunden in der ersten Reihe oder in der Crowd und warten dann und denken, das ist kalt, trinken nichts und ja, und dann kippen die um oder verletzen sich in den Moshpits und dann passiert natürlich, dass Leute passed out gehen oder ohnmächtig. Ne? Ist öfter und dann ziehen wir die raus und dann ist alles gut. In Bochum ist es leider ein bisschen schief gelaufen, da war es schon sehr, sehr warm. Die das Klima haben wir schon, war aus, der Club hat die Klima nicht angekommen. Diese Notlüftung, da waren Normallüftungen an, aber die war Quatsch, so, die war glaube ich nicht mal richtig an. So, und man hat das schon direkt gemerkt, das war wie so eine kleine Sauna, so, ne, schon, aber wirklich warm. Club ist ja auch warm, aber das war echt schon heiß. Und dann haben wir losgelegt so, ne, abgegangen und ausgerastet und dann geht die erste Pest out, die zweite Pest out, Scheiße. Die dritte, wir ziehen die raus so, wir machen noch einen Song und dann ging's halt, dann war Ausnahmezustand, wir mussten, die Leute, die fangen an, also wirklich, die heben da ihre Hände, wir ziehen die raus und ziehen noch raus und wir waren da wirklich an dem Tag mit einem ganzen Squad, 30, 40 Leute hinter mir und die waren alle auch auf Bühne, so ganzer Squad und die haben die dann alle rausgezogen in dem Backstage-VIP-Bereich dann zur Seite und das war also, wir haben am Ende 40, 50 Leute rausgezogen und die eine war im Bluten, die andere hat einen Ellbogen im Bauch bekommen, da mussten Krankenwagen kommen und wir mussten die Show abbrechen und ja. What? Dann war wirklich Ausnahmen zwischen. Aber wir haben wirklich richtig, richtig krass reagiert. Also ganzer Squad, wir haben überall Wasser verteilt, ganzer Squad hat die ganze Zeit wieder aufgefüllt, Leute zusammen, keiner wurde allein gelassen. Ja. Also so alles richtig gemacht und am Ende sind 4 ins Krankenhaus gekommen. Und aber allen geht's gut. Das ist, halt das ist einfach ein Nachcheck, das ist nicht, weil die instabil waren oder so, einfach auf die wurde aufgepasst. Und ist auch ein bisschen betrunken, weißt du. Ja. Habt ihr gut gemacht, das ist so wichtig mit dem Wasser bei Konzerten und so. Also extrem, allen, habt ihr Info bekommen, allen geht's gut und alles super, wir haben gut reagiert, aber ja, ich habe seitdem dann auch immer dazu gepostet, weil Leute, passt heute auf. Ja, richtig. Man macht sich selbst dann natürlich auch total Druck, weil so ist es eure Show, so ist deine Show. Abend. Ja, fällt ja auf dich zurück, wenn irgendwas Scheiß passiert. Ja. Ne? Ja, an dem Abend war auch richtig scary, weil du kennst das Internet auch, da kann einer was posten, wie er will und sagt, hier, das und das ist passiert. Das ist schon verheerende Folgen, kann das haben. Ja. Ja, aber sonst alles gut. Also, sonst war alles geil, alles cool. Wenn ihr ein Obst wärt, welches wärt ihr? Das fragt ihr gefühlt in jedem Podcast, kann das sein? Und immer wenn ich die Frage stelle, ist es eine richtig dumme Frage, aber wenn er die stellt. Ich glaube, ich wäre eine Mango. Ja. Ja, ich bin, ja, voll, ich bin eine Mango, oder? Stimmt. Ja. So? Ich weiß nicht, es ist einfach so dieses Feeling von einer Mango. Ja, das ist ja juicy. Ja, clean, juicy, classy. Einfach eine Mango. Ich glaube, ich wäre eine Ananas. Ich hätte dich jetzt auch eher so eine Mischung aus so einer Erdbeere und einem Pfirsich. Ich hätte
gesagt, eine Litschi. Das ist gut. Ich finde Ananas. Ja, so basic Erdbeere möchte ich nicht sein. Ja, nee, deswegen so eine Mischung aus einem Pfirsich und einer Litschi. Oder wie diese Früchte, die so innen drin so, diese Drachenfrucht. Einfach, weil die gut aussehen. Habe ich noch nie gegessen. Ich auch nicht, ist mir egal. Okay. Und ihr? Habt ihr das Julie ist ja, du bist angerufen. Nimm ab. Muss abnehmen. Heidi ruft sie an. Oh, no way. Wir können rausschneiden, sonst nimm ab, wenn man es reindrammt. Frag sie. Hallo, Heidi. Na, wie geht's dir? Ja, ich bin hier gerade mit meinen Jungs. Sag einfach bis Podcast. Kennst du Django und Julie? Folgt denen mal auf Instagram. Sagen wir nehmen Podcast mit denen auf. Wir nehmen gerade einen Podcast mit denen auf. Willst du irgendwas sagen? Lautsprecher. Willst du? Ich glaube das gerade nicht. Ich glaube das gerade nicht. Hallo Heidi, wir machen dich kurz auf Lautsprecher, ja? Hallo? Nein, die Verbindung ist weg. Scheiße. Der hat mich gerade verarscht. Habt ihr verarscht? Ja. Gefickt. Ich kann nicht. Alter, ich dachte, der kann nicht. Nein. Er hat sich schon so gut. Alter, wenn das... Er war so süß. Oh mein Gott. Ich kann die Laune. Oh mein Gott. Also, hallo, Heidi. Alter, Digga, ich mach dich kurz auf laut. Ja, muss ich sagen, Alter, ich kack auf. Alter, seid ihr frech. Aber hat Heidi eure Nummer? Nein, Mann. Ich wollte schon sagen. Danke, Jay, fürs Mitmachen. Der war strong, ey. Der war strong. Wie lange habt ihr euch das überlegt, so? Drei Tage? Im Auto. Ich bin vorhin ich so zu Cassie, ja. Ich kack auf. Ich fand's voll. Wir waren so, Alter, wir müssen die mal hops nehmen, weil die nehmen jeden immer hops im Podcast. Ja. War stark, war der stärkste bis jetzt. Ich fand den auch richtig gut. Ich bin eigentlich stolz drauf. Aber so aus dem Nichts. Ey, ich fand's so süß, wie du reagiert hast. So richtig. Hallo, Heidi. Hallo, Heidi. Ja, so. Ich mach dich mal kurz auf laut, Heidi. Oh mein Gott. Alter, fuck. Wann hast du gecheckt? Hast du von mir gecheckt? Digga, da steht Heidi Klum. Was soll ich checken? Wer würde das nicht glauben? Scheiße. Alter. Also liebe Grüße an Heidi an der Stelle. Ja, Heidi, wenn du das siehst, ruf uns dann wirklich an, bitte. Ja, vielleicht nehmen wir sie dann nächstes Mal mit im Podcast. Ja, inshallah. Das wäre so witzig. Nach dem Finale dann. Wenn du gewonnen hast, dann bringst du sie mit. Genau. Mit Cassie in der Mifte 5 auf. Mhm. Oh, ich hab grad Herzrasen. Fast so Herzrasen wie nach meinem Traum. Geil. Mann, ja, jetzt müssen wir das erstmal kurz. War ein Schock, ey. So. Wirklich, ey. Schock. Habt ihr auch gut gemacht, ey. Ich dachte wirklich. Dankeschön. Thank you. Alter, das war auch sehr durchgeplant. Da hat schon ab, die alle Heidis Nummer auf random einfach haben. Imagine. Das hätte ich mir schon vorstellen können. Ich dachte ehrlich gesagt, ich krieg jetzt eine Einladung fürs Finale so auf den. Ob du noch irgendwas machen kannst da. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich ja das Finale Backstage moderiere. Echt? Und deswegen müsst ihr auf jeden Fall einschalten. Es gibt immer eine aus der Staffel, die das moderiert und das ist Cassie. Macherin, Mashallah. Wie viel Geld kriegst du dafür? Das darf ich nicht sagen, aber ich krieg was dafür. Dann hast du deinen ersten Job geholt. Jetzt. Ist doch fett. Achso, ich hab noch was mit. Kondome? Einmal das für dich. Es ist eine Sonnenbrille. Und einmal das für dich. Nein. Oh mein Gott. Digga, wenn es ist ganz deine kurz... Sonnenbrille? Ja, also von, genau, eine Django-Brille. Boah, die nehme ich ja nie wieder ab dann, ne? Wie geil ist das denn, Alter? Digga, wild. Ganz kurz, ihr müsst euch vorstellen, Cassie und ich sind auch bei GNTM immer mit Sonnenbrillen rumgelaufen, weil wir einfach so kranke Augen hatten. Wie krass ist der Blick dadurch, bitte? Sieht es gut aus? Ich finde, die sieht besser aus als die Silberne auf jeden Fall. Als was? Als die Silberne auf dem Kopf. Findest du? Oh mein Gott! Oh, die ist ja richtig Killer. Ja, Mann. Merkt man, dass die Models sind? Hä, die ist richtig bombastisch. Findest du auch sein, ne? Kann ich auch noch geben. Also ich habe... Ja. Wir sahen heute richtig ab, Cassie. Ich glaube, Cassie, du kriegst alles, was du willst von ihm. Ich glaube auch. Genau so wollen wir das. Machst du gut, Cassie? Du auch. Ihr kriegt auch alles, was ihr wollt von uns. Ja, wollt ihr, ich kann euch ein bisschen Emmy Kaffee Latte vorbeibringen und so. Ja, hast du auch schon ein paar Mal gesagt. Ich habe noch nie einen bekommen. Ja, ich kriege heute die Lieferung nach Hause, dann bringe ich nächstes Mal welche mit. Aber Popcorn? Das ist krass. Das ist krass in Geschmacksrichtung. Danke. Gerne. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja. Was hast du mitgebracht für die? Ja, was hast du mit? Ich guck gerade im Raum, ob hier irgendwas rumliegt. Okay, wir machen es nicht so unangenehm für dich. Geil, schiss, nee. Nee, ich hab nichts, sorry, Leute.
Aber was jetzt noch viel wichtiger ist, wie ist es bei euch? Ich habe auch gehört, dass bei euch mal was lief. Hey, was ist daran witzig? Nee, das ist... Findest du das lustig? Nein, ich finde es nicht lustig. Ich ich meine das jetzt richtig ernst, ne? Was jetzt? Hey, warum lachst du? Das ist doch nicht witzig. Findest du das lustig jetzt? Naja. Dass wir uns küssen ab und zu? Nein, ich habe gehört, dass ihr auch wirklich neben der Freundschaft, dass ihr auch so mal... Also, dass ihr füreinander Gefühle habt. Ich habe ihm einmal einen Blowjob gegeben, das hat nichts mit euch. Aber ich weiß es von einem Freund von euch. Das ist Cap. Das ist wieder Bait wie bei Heidi Klum. Cap. Nein, also manchmal schreiben Leute, hast du was mit Julie? Ich sage nein, aber ich auf gar keinen Fall. Nee, das ist, wir hatten das mal gesagt, auf Party gibt es Leute, die du täuschst bei deinem Kumpel an. Und wie er so ist, wie ich so bin, auch mit Theo ab und zu, da ziehst du einfach durch. Aus Versehen. Weil beide nicht zurückziehen einfach. Ja. Das kenne ich aber auch. Passiert. Ja, das kenne ich aber auch von, ich habe damals auch mit einer Jungsfreundesgruppe gechillt, die haben sich auch mal geküsst, fand ich super witzig. Das ist ja auch nicht schlimm. Also ich meine, das heißt ja auch nicht, dass jetzt zwischen euch was läuft, nur weil euch ich finde das so süß. Nee. Wir können euch auch küssen, da würde nichts laufen. Läuft? Da würde nichts laufen. Ich küsse auch Freunde von mir auf den Mund, das juckt mich überhaupt nicht. Eben, das fängt normal. Völlig normal. Stopp. Wollen wir das alle einmal einen Kuss geben in der Runde? Komm. Komm alle einmal. Du hast mich auf dem Spot. Unangenehm. Das ist, weil ihr das vorher schon gemacht habt. Für euch ist es nicht unangenehm. Nein. Für euch ist es auch nicht unangenehm. Wir machen jetzt, reden jetzt mal weiter. Oh, Scheiße. Richtig unangenehm. Ganz schön im Brento hier. Alter, ich bin jetzt ungern in eurer Haut, ey. Richtig. Oh, das macht ihr jetzt aber noch unangenehmer als eigentlich vorher gewesen. Ihr werdet jetzt rot. Ihr werdet voll rot. Leute, ihr seid beide richtig rot geworden. Alter, ihr könnt halt jetzt weitermachen, bis mir nicht unangenehm. Ist das unangenehm? Ist das unangenehm? Aber ich finde es auch nicht unangenehm. Auch so, wenn man frisch... Ja, ich trau mich halt einfach nicht. Machen wir es erst beim fünften Date. Ja. Fünfte Date. Ja. Scheiße. Ja, das ist das erste, wo ich zusammen GNTM geguckt habe. Ja, aber findet ihr, dass Küssen irgendeine Bedeutung hat? Ja. Aber so, also was für Küssen hat denn eine Bedeutung für dich? Das ist einfach was mega Inniges. Sexuell oder Liebe? Nein, aber trotzdem ist es so. Ja, einfach so küssen finde ich nicht. Also ist einfach spannend. Wenn man sich jetzt so 3 Minuten lang die Zunge in den Hals steckt und so richtig dabei anfasst, ist natürlich noch was anderes. Ne? Ja, safe. Ja, gut, für ein schönes Ende. Habt ihr noch eine Message? Guckt, ihr könnt das sowas, vielleicht, du hast einmal die Folge gehört, glaube ich, ne? Ihr könnt jetzt was sagen, was an die jungen Leute da draußen oder auch die Älteren. Habe ich auch letztens gemerkt, ein Polizist hat unseren Podcast gehört, aus dem Grund bin ich beim Fest, Karneval der Kulturen auf eine Party gekommen. Der meinte so, ja, wir haben die Party gerade geräumt und ganz viel rausgeholt, aber ey, cooler Podcast, wenn du willst, kannst du mal probieren. Shoutout an den Typen auf jeden Fall. Perfekt. Ja, eine Message an alle da draußen. Irgendwas. Ja, ich habe auf jeden Fall was. Also an alle jungen Mädels und Jungs und alle da draußen. Ich möchte euch nur sagen, es wird ein richtig geiler Sommer. Und zieht euch an, worauf ihr Bock habt. Und schämt euch nicht, den kürzesten Minirock oder whatever anzuziehen. Lasst euch nicht irgendwie von anderen sexualisieren oder shamen, sondern gönnt euch einfach richtig diesen Sommer, ihr selbst zu sein und eine richtig geile Zeit zu haben und aus diesen gesellschaftlichen Normen auszubrechen. Yeah. Ja, dazu habe ich jetzt nichts mehr zuzusteuern. Hast keine eigene Message oder was? Nein, was soll ich sagen? Drive safe, fly high oder so? Ja, ich sage auch immer, nimmt alles mit. Ja. Also soll mal all in gehen. Einfach Sachen sich trauen. Spontan sein. Ja, Live-Standort schicken. Campen gehen. Genieß den Sommer und gib einen Fick auf, was alle anderen dabei denken, wenn du Spaß drauf hast, diesen Sommer machst. Ist so. Und dann denk daran, bitte lasst 5 Sterne da, das ist ganz wichtig, auf Spotify. Like auf YouTube, voll Cassie auf Instagram. Selber auf Instagram, Django und guck mir. Guck GNTM, guck das Finale. Ja, guck ja, GNTM. Finale. Ja, dann danke fürs Zuhören und wenn das vorbei ist, das Finale, dann gucken wir das nochmal, nee, dann machen wir nochmal eine Folge zusammen. Ne? Schauen wir mal, was dann daraus geworden ist. Dann gehen wir erstmal zum Frühstücksfernsehen. Echt, bis dahin? Ich würde das nicht machen, weil es einfach um 6 Uhr morgens losgeht. Ja, nee, das ist mir auch viel zu früh. Ja. Egal, okay, cut. Bis dann. Jo, jo.